Ja, willkommen. Jetzt sind wir am Stand von Multiplex Hightech. Vor uns steht Sascha Ganter und erklärt uns die Neuheiten. Hallo, willkommen bei Multiplex auf der Segelflugmesse in Schwab München. Hier haben wir die neue Cockpit SX-12, hat schon das neue Update 1.4 drauf. Die wesentlichen Vorteile von dem neuen Update sind, dass man die Schalter komplett frei zuordnen kann jetzt. Wir können auch in jeder Schalterstellung einen anderen Ton ausgeben. Können wir vielleicht nachher näher hinheben, dass man auch hört. Toll ist auch, wir können eigene Soundfiles kreieren. Bei unserem Multiplex Launcher kann man das aufspielen und in das richtige Format umwandeln. Dann haben wir jetzt 5 Flugphasen noch bei der Anlage. Früher waren es 3. Eine Servo-Slow-Funktion, Servokurve von 3 auf 5 Punkten einstellbar. Das sind so jetzt eigentlich mal die wesentlichen Merkmale, wo die Anlage jetzt etwas aufwerten noch. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ihr jetzt ein Upgrade oder ein Set, das Setup ändert von der 9 auf die 12. Richtig. Wie geht das? Wir bieten jetzt so an, dass wenn man eine 7er, eine 9er Anlage hat, kann man die noch upgraden lassen auf 9 oder 12 Kanäle, je nachdem was man will. Man muss die Anlage nur dazu zu uns ins Werk einschicken. Hat natürlich einen kleinen Kostenbeitrag, liegt zwischen 99 und 129 Euro, je nachdem, auf welche Variante man es aufrüsten kann. Mhm. Aber ist dieses Jahr auf jeden Fall noch möglich. Was mir aufgefallen ist, ich habe die neuen D-Servos verarbeitet in meinen Pace, einen 8-Klappensegler mit 10 Verbrauchern, 3 Sensoren und noch ein externes Telemetriesystem, das FlyMate. Und ich kann mit 7000 mA auf einmal 10 Stunden fliegen. Wie ist denn das möglich? Ja, unsere neuen D-Serien-Servos haben einen ganz, ganz geringen Stromverbrauch, sind super feinfühlig und das wesentliche Merkmal ist, glaube ich, eigentlich schon, dass die neuen D-Serien-Servos wirklich sehr, sehr wenig Strom verbrauchen. Und dadurch können wir halt extrem lang fliegen mit einem kleinen Fänger. Ja. Man hat vorher pro Servo 150 bis 300 mA gerechnet und jetzt die D-Servos, da sind wir bei 50, 25 mA Verbrauch. Gut um die Hälfte reduziert eigentlich. Weit über die Hälfte, ja. Und das ist ein großer Schritt. Jetzt was Neues zu den Sensoren. Da haben wir drei neue. Einmal den neuen Airspeed-Sensor, ein Vario mit Geschwindigkeitsmessung quasi und quasi unseren Spaßsensor noch, der G-Raten-Sensor, wo man dann die G-Stärke von dem Modell messen kann. Interessant, sag ich mal, bei 3D-Fliegern, extra 330 oder so, dass man sieht, wie viele G-Kräfte wirklich wirken. Und eigentlich sehr interessant sind auch noch unsere beiden Liposaver, wo man einfach dann jede einzelne Zelle überwachen kann. Und einmal quasi gibt es sie noch mit einer Stromüberwachung auch noch, dass man sieht, wie viel Strom rausgezogen wird. Prima. Sagen gibt es auch, wir sind 60 Jahre jetzt, gibt es die Firma Multiplex jetzt auf dem Modellbaumarkt. Dieses Jahr haben wir dazu ein paar neue Werbeartikel gemacht, dann haben wir drüben aufgelistet, eine Kühltasche, Sonnencreme, einfach so ein paar Spielereien, den Modellbau noch ein bisschen aufzuleben zu lassen. Also quasi einmal so eine kleine Kühltasche, Sonnenbrille noch dazu. Ganz toll ist eigentlich noch der Rucksack mit Sitzfunktion. Ja, das ist ja cool. Da kann man ja schön lange fliegen. Wir haben noch von unserem Funray, der hat gerade unten am Rumpf eine Landeschutzfolie dran, die bieten wir jetzt auch separat an. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen, aber es war hier ein schöner, starker Streifen. Sieht man bei uns am Funray schön unten drauf. Ist eigentlich dafür da, dass das Modell unten am Rumpf stark geschützt ist, wenn man mal auf der Wiese landet oder harte Gräser oder ein paar kleine Steine dran legen, dass einfach dem Rumpf nichts passiert. Na, ich bin hier beim Testbericht auf Asphalt gelandet, das hält es auch aus. Genau, ja. Sehr gut. Ein kleines Teil, ein großes Problem. Hier diese Smart Control, die bis 100
Ampere gehen. Die haben ja auch die Möglichkeit, speziell für die Multiplex die Telemetrie auch anzubieten. Genau, richtig, ja. Das zeigt quasi die ganze Spannung an, eine Stromüberwachung, Temperaturüberwachung ist drin. Das Tolle an dem Sensor ist einfach, dass wir quasi, wenn wir einen neuen Akku anstecken, die sich automatisch resettet und wieder von vorne runterzählt. Ja, wenn ich den gleichen Akku wiederverwende, fängt er einfach zwischendrin wieder an, weil er erkennt, dass der Akku quasi wieder verwendet worden ist. Ja, und das BEC ist auch ein sehr leistungsstarkes BEC. Ja, hat da schon 7 Ampere, wenn mich nicht alles täuscht, ist schon recht stark. Da kann man noch mehrere Servos gleich, also große starke Servos gleichzeitig betreiben. Und hohe Peaks, ja, noch da dran. Okay, lieber Sascha, und zum Schluss, Modellfliegen ist? Spitze. Da hast du recht, bis dahin. Tschüss.